Ja, zum FCH. Ja. 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 Hansa. Ja. Ein dickes Ja zum FC Hansa. Schöne Grüße aus München. So, liebe Fußballfreunde, wir haben 19 Uhr, es ist soweit und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für eure Mitarbeit, für eure Mithilfe und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt heißt es entweder weiterhin zweite Liga oder die Chance auf die erste Liga. Gehen wir nochmal die Fakten kurz an, die Mannschaftsaufstellung habe ich euch ja schon hochgebeamt. Das heißt, da muss ich jetzt nichts mehr dran machen, aber wir schauen nochmal auf die Situation in der Liga. Also wir haben 57 Punkte, Augsburg hat 57 Punkte, Hertha ist durch. St. Pauli hat noch die Chance, die haben 55 Punkte, Köln hat noch die Chance, Eintracht Braunschweig und sogar Cottbus. Also diese Mannschaften müssen wir im Auge behalten. Das überlasse ich aber euch, weil ich konzentriere mich ausschließlich nur noch auf das Spiel. Und ich muss sagen, ich habe Puls 500, ich bin angespannt, weiß nicht, ich glaube, das ist das wichtigste Spiel bisher meiner ganzen Karriere hier im FM, zumindest wenn ich den Spaßfaktor nehme. Und ich bin wirklich voller Adrenalin gepumpt. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber es ist alles möglich. Wir brauchen aber nicht Gram sein, wenn es nicht klappen sollte. Ja? Ich habe mit euch die Mannschaftsaufstellung zusammengestellt. Da, wie gesagt, Dankeschön für. Und deswegen hoffe ich, dass ihr genauso mitfiebert wie ich jetzt. Und lasst uns gar nicht erst lange rum lamentieren. Es bringt sowieso nichts. Wir müssen rein ins Spiel. Aber ich habe euch ja gesagt, wir müssen uns noch den Gegner natürlich angucken. Und natürlich müssen wir auch noch über die Aufstellung. So, da haben wir sie. Also, das ist eigentlich machbar. Sage ich jetzt mal, wenn ich allein schon die Stärke gerade betrachte, müssten wir die aus dem Stadion schießen. Für uns wäre es eine leichte Aufgabe. Sollten wir gewinnen und sollte Augsburg gewinnen, dann haben wir auf jeden Fall den Relegationsplatz sicher. Das heißt, dann geht die ganze Scheiße noch weiter. Dann ist hier noch gar nicht zu Ende. Dann haben wir nämlich noch zwei Relegationsspiele vor uns. Da will ich gar nicht dran denken. Das heißt, jetzt heißt es erstmal, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Und ja, mir wurde auch noch gesagt, ich soll gleich mit 100% anfangen. Aber da halte ich mich lieber an den guten alten Baumi, der mir geraten hat, mit 85 anzufangen. Und da bleibe ich auch bei. Geld habe ich 50.000 reingepumpt. Das heißt, es ist alles gesagt, Freunde. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt heißt es 90 Minuten noch und dann wissen wir mehr. Also, boah, ich bin fix und fertig. So, wir haben jetzt 19.08 Uhr. Ich habe jetzt alles gespeichert soweit. Und jetzt heißt es Mats ab. So, jetzt ist es soweit. Hier sind die Tiefs. Wir begrüßen unseren Torwart. Leute, es geht los. Scheiß die Wand an. Holy moly, ich bin so aufgeregt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir spielen in den blauen Trikots, blau-weiß. Und Ahlen, ihr habt's gerade mitgekriegt, ist auch in guter Stimmung. Die haben nichts mehr zu verlieren. Die verabschieden sich praktisch aus Liga 2. Und wir wollen... Jetzt gibt's erstmal eine Karte. Wir wollen natürlich ins Oberhaus. Wir wollen ins Fußball-Oberhaus. Ah, hier hört man die Zuschauer, sind am Mohren. Egal, Freistoß für uns und das macht unser Marcos. Ball hoch reingespielt. Nach vorne lauert wunderlich, aber erstmal abgefangen. Ahlen spielt den Ball nach vorne. Aufpassen jetzt, Ademir. Au, der schießt von hinten drauf. Ungefähr 16 Meter, aber Leon
ist da, hat den Ball sicher in seinem letzten Spiel für uns. Marcos bricht den Ball nach vorne. Und da ist Halli Safran und der hat mir versprochen, heute nochmal alles zu geben, alles reinzuhauen in dieses Spiel. Auch wenn die Saison für ihn jetzt nicht so gut war, ist doch scheißegal. Hauptsache heute. Heute kannst du zum Helden werden. Heute werden Helden gemacht in dem Spiel. So, und da kommt Fardi. Wunderlich. Ach, scheiße. Und von hinten kommt Balasch. Tricht den Ball nach vorne. Oh, Leute, 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 Leute. Hoffentlich überlebe ich das. Wunderlich. Fängt den Ball ab. Nein. Ah, die sind gallig. Die sind gallig. Klingenburg. Schön auf Safran und der sucht vorne seinen Kollegen Mori und der wird gefault, unser Kapitän. Ich hoffe, dass unser Kapitän sich heute im letzten Spiel nochmal so richtig da reinpowert. Freistoß durch Marcos. Hoch angespielt. Erstmal geklärt von Aalen. Wunderlich. Auf Safran. Safran steckt durch auf Mori. Mori, komm, Junge! Also hier, das ist echt Spannung pur. Ich gucke auch extra nicht auf den Live-Ticker. Ich will mich durch nichts beeinflussen lassen. Das Einzige, was sein könnte, dass die Blitztabelle sich einblendet. Jetzt schöner Pass nach vorne auf Safran. Mori, ach, und da wird Safran gelegt und das gibt die nächste gelbe Karte. Also, Aalen will im letzten Spiel sich hier gut verabschieden. Das sieht man auf jeden Fall. Vom Einsatz her hauen die voll da rein. Die wollen uns hier das nicht gönnen, dass wir den Aufstieg schaffen können. Und Halli Safran, das seht ihr, hängt sich auch voll rein. Freistoß jetzt. Ballasch strich den Ball nach vorne, auf außen, auf Fadi. Fadi geht in die Mitte rein. Flanke nach außen, zu steil, aber da kommt vielleicht Jennecke noch dran. Jennecke! Flankt den Ball rein. Ah, Mann. 30 Minuten sind vorbei. Aber es läuft gar nicht so schlecht. Es läuft gar nicht so schlecht. Mori. Was war da? Warum schickt er denn nicht durch die Mitte? Da hätte er durch die Mitte spielen können. Da schickt er den Ball nach außen. Aufpassen hinten. Das ist ja unser Prunkstück, die Abwehr. Klingenburg. Wunderlich. Schöner Pass jetzt nach vorne, aber wird abgeblockt. Achtung, aufpassen! Nein, nein, nein! Fabian Weiß macht das 1:0 für Aalen. Oh, Mann, 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 Mann. Wir müssen was machen. Ich kann das nicht mit angucken. Wir erhöhen jetzt den Einsatz auf voll. Und wir gehen jetzt auf 70%. Und ich ziehe jetzt die Abwehr nach vorne. Ist jetzt scheißegal. Wir ziehen sie jetzt auf 50%. Oh Mann, das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte. Die gehen in Führung. 1:0. Aber noch ist Zeit genug. Safran. Ah, Fadi wird umgehauen. Jetzt kämpft, Männer, es geht um so viel. Und der Ball ist im Aus. 41 Minuten sind gespielt. Nur kein Elfmeter, nur kein Elfmeter. Leute. Jennecke. Auf Mori. Mori schön durchgesteckt auf Safran und der ist durch. Und die faulen den. Mensch, das hätte rot geben müssen. Hätte er rot geben. Der war doch durch. Das war doch Chance vereitelt. Freistoß durch Marcos. Der hat ja schon mal das ein oder andere Freistoßtor gemacht. Ah. Geht knapp vorbei. Ja, wir gehen mit 0:1 Rückstand in die Halbzeit.
Drei gelbe Karten. Einmal für Milani, einmal für Barth. Weiß macht das Tor und Junglas kriegt die dritte gelbe Karte. Das ist vielleicht unser kleines Plus, dass sie so viele gelbe Karten haben. Aber wir sehen, Wunderlich bringt gar nichts. Ich bringe Aftejai. Ich bringe Aftejai. Vorne im Sturm lasse ich nochmal alles. Spielergespräche. Also, auf jeden Fall die Vierer motivieren. So, wir brauchen noch eine Massage. Er hier. Er hier. Ja, im Moment haben wir noch gar nichts gewonnen. Das ist die Scheiße. Ich habe das fast gedacht, dass es so laufen kann. Los, jetzt zeigt es ihnen. Jungs, holt euch doch den Aufstieg. Mensch, ihr habt doch vielleicht die Chance noch. Gibt's doch gar nicht. Wie können die denn jetzt auf einmal die Löffel hängen lassen? Vielleicht ist es auch die Nervosität. Die sind ja genauso nervös wie ich. Jetzt muss es vielleicht Aftejai machen. Vielleicht das junge Talent jetzt. Da ist Jennecke. Pass auf außen, er ist zu steil. Den kriegt er nicht. Den kriegt er nicht. Schön abgefangen. Da ist Aftejai. Auf Mori. Mori steckt durch auf Safran. Safran! Safran! Ah, er macht's nicht. Scheiße. Eckball. Ganz ruhig. Ja, Markus beruhigt so ein bisschen die Gemüter. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ball in den Rückraum. Scheiße. Dass wir so weit aufgerückt sind, haben die jetzt Platz. Aber Jennecke holt sich den Ball zurück. Auf Aftejai. Wieder Mori. Nimmt Fadi außen mit. Safran. Schön gemacht. Aftejai. So, ich werde jetzt nochmal reagieren. Ich bringe jetzt auf links den Schulz noch rein. Kommt, Männer. Da ist er. Vielleicht kann er uns noch helfen. Die Zeit läuft leider gegen uns. Aber noch haben wir die Chance. Noch können wir zurückkommen. Allen ist da ganz unbeeindruckt von. Die haben auch, die können ja frei aufspielen. Für die geht es ja um gar nichts hier. Vielleicht ist das unser Nachteil. So, jetzt wieder Safran. Ja, das gibt nochmal. Vielleicht gibt das jetzt gelb. Ja, es gibt gelb-rot. Komm. Jetzt geht's hier voller Harakiri. Jetzt schicken wir noch den Mucki rein. Oder soll ich Safran lassen? Das ist jetzt eine Gewissensfrage für mich. Ich lasse Safran noch drin. Ich glaube noch an ihn. Aber wir machen jetzt hier, wir gehen noch höher. Wir gehen noch höher. So, wir haben noch ein paar Minuten. Dann bringe ich vielleicht noch Mucki rein. Aber erstmal lasse ich noch Safran. Markus beim Freistoß. Ball hoch. Schön zurückgekämpft den Ball. Auf Aftejai, der versucht jetzt ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Das war allerdings ein Fehlpass. Safran hängt sich rein und er kriegt jetzt gelb. Jetzt bringe ich Mucki. Komm, Mucki kriegt seine Chance. Vielleicht ist Mucki jetzt auch wieder in der Form. Letzte Auswechslungsmöglichkeit für uns. 66 Minuten. Wir müssen alles riskieren. Wir müssen alles riskieren. Ich will mir nichts vorwerfen lassen. Beziehungsweise, es ist ja auch völlig wurscht. Hier geht es ja auch gar nicht darum, sich was vorzuwerfen. Wir wollen wirklich jede Möglichkeit nutzen. Safran hat es leider nicht umsetzen können. Vielleicht kann es jetzt Mucki. Wenigstens ein Unentschieden.
fangen die aber an hier. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Schön, jetzt haben wir wieder den Ball zurück. Ball nach vorne. Mucki, da ist er. Auf Mori. Das nächste Fall, aber diesmal kriegen wir eine Karte. So, ihr kennt das Prozedere jetzt schon. Ich muss jetzt hier, es hilft ja nichts. Ich muss jetzt alles bringen. Ich muss jetzt alles bringen. Wir müssen jetzt volle Granate spielen. Es hilft alles nichts. Es hilft jetzt alles nichts. So, entweder verlieren wir jetzt 2-0 oder wir machen noch ein Tor. So, Taktik nochmal öffnen. Ja. Jetzt volle Granate. Das hilft ja nichts. Und wir müssten vielleicht auch noch lange flanken hier. Lang und hoch. Ist jetzt zwar keine schöne Spielweise, die ich hier anwähle, aber es geht ja nicht. Es geht um alles, Leute. Das ist das letzte Spiel hier. Wir haben uns den ganzen Tag drauf gefreut und jetzt will ich aber auch wenigstens hier noch was umsetzen. Jetzt gibt es erstmal Einwechslungen. Sidima für Weiß. So, und da ist Kukovic vielleicht schon. Mucki, ich bin so aufgeregt. Aber Aalen hält Stand. Aalen hält Stand. Mori kommt nicht durch. Er kommt nicht durch. Jetzt Mucki! Ja! Mucki! 1:1. 82. Minute. Vorlage von Mori. Leck mich am Arsch. Boah. Und die nächste Einwechslung. Jetzt noch ein Tor, Leute. Noch ein Tor brauchen wir. Boah, ich bete hier schon. Ich bete. Nur jetzt kein zweites Tor. Wir sind jetzt weit aufgerückt. Das ist natürlich gefährlich. Markus hat den Ball. So, jetzt nach vorne den Ball. Lang. Ah, wieder abgenommen. Männer, kommt, Jungs, kommt. Die Zeit läuft uns davon. Jetzt kommen die Scheißer nochmal über außen da. Und nochmal, kommt nochmal nach vorne. Schöner Ball nach vorne, Mucki. Und da kommt der Torwart raus. Dramatisches Schlussszenen jetzt hier. Aftejai drischt den Ball nach vorne. Ja! Mori in seinem letzten Spiel. Der Torwart, der Loser, kommt raus und jetzt macht er hier das Tor. 2:1. Ich hoffe, dass jetzt jede Sekunde abgepfiffen wird. Pfeif ab, du Sau. Ja, er pfeift ab. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Jetzt wissen wir noch gar nicht, was passiert ist. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht aus meiner Wohnung gekündigt. Wir sehen uns gleich. Oh Leute, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Tag wird und so ein Spiel wird. Boah, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber das war jetzt die Hölle pur. Wir waren ja schon fast weg vom Fenster. Und dann drehen wir das Ding noch 2:1 und ich muss mich ganz herzlich bei Mori, bei Funes Mori und vor allen Dingen auch bei Mucki bedanken. Das sind Spieler, die verlassen, also einer verlässt uns, das ist Nori. Mori und Mucki hat ja auch nicht oft gespielt, war lange verletzt. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert ist. Die Noten, die interessieren mich jetzt überhaupt nicht mehr. Da schießen mir fast die Tränen in die Augen. Ich glaube es nicht. Ich glaube das nicht, Leute. Wir haben wirklich in der letzten Sekunde haben wir den direkten Aufstieg geschafft. Das ist ein Meilenstein.
Oh, Leute, ich habe jetzt mit allen gerechnet, aber jetzt wollen wir mal gucken, was hat denn Augsburg gemacht? Augsburg hat gegen Hertha verloren. Entschuldigung mal. So, da bin ich wieder. Ja, die Hertha hat ernst gemacht, die haben wirklich durchgezogen. Alle Achtung vor Hertha. Abstiegskampf Bochum. Die müssen noch mal ran in der Relegation. Ich habe jetzt echt Angst, dass das Spiel abstürzt. Ne? Ihr kennt das ja auch. Ne? Gucken wir mal in die Bundesliga rein. Gegen Kaiserslautern. So, und wir. Quatsch, das ist ja Relegation. Die müssen ja in der dritten Liga antreten. So ein Quatsch, was ich euch erzähle. Die müssen ja hier gegen Borussia Dortmund 2 oder gegen Paderborn. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber genießt doch diesen Augenblick. Nie mehr zweite Liga. Ich glaube es nicht. Zwei Saisonen in der dritten Liga, dann den Aufstieg geschafft und dann der Durchmarsch als Aufsteiger in diese... Also wenn ihr das Spiel nachher seht, ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Ich bin fix und fertig. Ich kann mir das einrahmen lassen. Das ist mein größtes Spiel, was ich hier in diesem FM jemals gespielt habe. Solche Emotionen habe ich noch nicht gehabt und ich habe auch alles rausgelassen. Ich bin ja auch keiner, der hier irgendwelche Sachen schneidet oder so, sondern ich lasse es immer voll raus. Ich mache es immer direkt live. Und heute, wo ihr mir praktisch geholfen habt bei der Mannschaftsaufstellung, ja, und Mucki, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Baumi hat es mit beigeschrieben. Mucki wieder mit rein. War richtig die Entscheidung. Denn er macht das 1:1. Und Mori macht das 2:1. Aber das ist der Sache geschuldet, der Torwartfehler. Ne? Das war unser Glück. Ich bin fix und fertig. Ich will gar nichts mehr gucken hier. Beste Spieler gucken wir nochmal. Ja, Bobadilla mit 30 Toren ist bester. Mori hat immerhin noch 12 Tore, ist 15. geworden. Leon, Notenbester auf 2 jetzt hier. Stimmen wollte ich nochmal gucken. Wichtig war in erster Linie der Sieg. Man hat deutlich das Engagement der Mannschaft gesehen. Leider sind im Übereifer einige Fehler passiert. Ja, wir haben es lange nicht geschafft, hier die Aalner in den Schach zu bringen. Das war wirklich die Energieleistung und ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, dass ich nachher die richtige taktische Einstellung gewählt habe. Das war Verzweiflung, war das. Das muss ich ehrlich sagen. Ich war verzweifelt, weil das, wenn wir verloren hätten, hätten wir 57 Punkte. Gut, dann hätten wir vielleicht jetzt noch Relegation spielen können. Entschuldigung. Hätten wir noch Relegation spielen können, aber trotzdem, so sind wir direkt aufgestiegen. Ja, Leute, dann drücke ich jetzt hier mal drauf gleich. Ne? Wir gucken mal, was passiert. Genießt den Augenblick. Ja! Yes, Babies! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir. Oh mein Gott. Ein großer Augenblick ist das. Ein großer Augenblick. Ich sage an der Stelle Tschüss und bedanke mich. Und jetzt haben wir 19.30 Uhr. Ich denke, um 20 Uhr habt ihr das Ding oben auf dem Kanal. Dann könnt ihr nachher noch, ich glaube, heute ist ja Atletico Madrid, dann könnt ihr das noch gucken. Europa, ist das nicht sogar Halbfinale? Ist das Halbfinale oder ist das schon das Endspiel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Halbfinale ist das, ne? Ich muss erstmal was essen, was trinken, ein bisschen Sport machen. Ich bin vollkommen durch. Das war auch heute ein Tag, weil ich das euch mit euch zusammen live machen wollte. War ein ganz besonderer Tag für mich. Werde ich so schnell nicht vergessen. Deswegen an alle Danke da draußen. Ich wiederhole nochmal. Baumi, Sings Mido, Bergi, Hansa-Fan, Let's Play Barney, JD, boah, wen habe ich denn? Das sind so viele. Böjan,
Björn aus Lohfelden. Ich habe jetzt bestimmt nicht alle nennen können, weil ich auch nicht alle jetzt immer, ich bin so geflasht von diesem Augenblick. Wir werden natürlich noch eine Analyse machen. Wir werden noch mal alles im Rückblick betrachten, aber erstmal, der Aufstieg ist geschafft. Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht mit der Mannschaft. Also, tschüss und bye, euer Hansa-Kapitän Smiloni.